und Kinder. In diesem ersten Teil geht es um natürliche, selbstbestimmte Geburten und dessen positive Auswirkungen auf die Gesundheit von Mutter, Vater und Kind. Im Gegensatz zu den bisher üblichen, oftmals in unterschiedlichem Maße traumatischen Geburtserlebnissen. Im zweiten und dritten Teil folgen dann einige Möglichkeiten und Methoden, die Eltern dabei helfen, die biologischen Grundbedürfnisse ihrer Kinder in den ersten Jahren zu achten und sie dadurch in ihrer gesunden und lebensfrohen Entwicklung zu begleiten. Zum Einstieg schauen wir uns den Normalfall einer heutzutage als sicher geltenden Schwangerschaft und Geburt an. Monatelange tiefsitzende Ängste vor der Geburt wegen prägenden, schlimmen Geburtsberichten und Fernsehszenen. Engmaschige ärztliche Kontrollen mit Überwachung und Protokollierung der Schwangerschaft. Massiver Druck, sobald der errechnete Geburtstermin überschritten ist. Eine nächtliche, oftmals hektische Fahrt ins Krankenhaus bei Beginn der Wehen. Eine fremde Umgebung, grelles Licht, unbekannte Geräusche, Eindrücke, Gerüche und Menschen. Vorgegebene Geburtspositionen, Schichtwechsel, Zeitdruck und Ablenkung. Kann bei diesem Szenario eine Geburt so funktionieren, wie dies von der Biologie vorgesehen ist? Oder führt all dies zu massiver Anspannung im Beckenboden, wodurch massive Schmerzen und diverse Geburtskomplikationen als nachvollziehbare Folgen auftreten? Immer mehr Frauen wählen daher einen anderen Verlauf und durchbrechen so den vom Umfeld und den Medien suggerierten einzig möglichen Verlauf, und zwar durch wohlige Vorfreude auf das, was kommt, da sie die natürlichen Mechanismen verstanden und sich entsprechend vorbereitet haben. Gelegentliche, motivierende Gespräche mit Hebammen oder Ärztinnen. Entspanntes Liegenbleiben bei Beginn der Geburtswellen. Bekannte, beruhigende, warme Umgebung mit Ruhe oder leiser Musik. Alle möglichen frei wählbaren Geburtspositionen im Bett oder Geburtspool. Ein Partner und eine vertraute Hebamme, die der Frau den nötigen freien Raum bieten und alles Ablenkende fernhalten. Eine wundervolle Methode, um sich auf eine selbstbestimmte Geburt vorzubereiten, ist Hypnobirthing. Dazu eine kurze Einführung der Hypnobirthing-Trainerin Nieves. Hypnobirthing ist eine Geburtsvorbereitungsmethode mit dem Fokus auf eine sanfte, ruhige und natürliche Geburt. Natürliche Geburt deshalb, weil der Körper der Frau instinktiv weiß, was zu tun ist unter der Geburt. Jetzt ist es oftmals so eine Sache mit unseren Instinkten, dass wir in unserem stressigen Alltag manchmal die Verbindung zu uns selber und zu unserem Körper eher verloren haben oder einfach nicht so parat haben. Und mit Hilfe von Hypnobirthing können wir uns wieder rückbesinnen auf unsere ureigenen Kräfte und auf unsere Intuition, die wir Frauen einfach von Natur aus in uns haben. Das heißt, wir bekommen verschiedene Techniken und Methoden an die Hand, wie wir angstfrei und positiv in die Geburt gehen können, die Geburt dann sanft und kraftvoll erleben können und so dann bestärkt aus der Geburt hervorgehen können. Und das ist wiederum der bestmögliche Start für unser Baby ins Leben. Vor einigen Jahren hat Mary Mongan, die Gründerin von Hypnobirthing und Wegbereiterin der sanften Geburten, auf die Frage, worum es bei Hypnobirthing geht, wie folgt geantwortet. How did you learn to breathe? Who taught you when you were born how to breathe? Anybody? No. You took your first breath. Who taught you how to have your first period? They may have told you how to get ready for it, but did they teach you how to have it? No. It just came. Why did it come? Because it was preparing your body to birth a baby. But you didn't have anything to do with it, and neither did anybody else. And all of a sudden you become pregnant, and oh my gosh, you don't know how to use your body. Nobody ever taught you how to use your body to have a baby. Well, why should they? They never taught you how to use your body for anything else. Right? So why do we have to turn to other people and say, let me put my body into your care and you tell me how I'm going to have this baby? I don't teach women. I help them become aware of how magical that body is again. And that's where people have not been letting women feel magical. And so that's why they think they need drugs and they need all these other things.
And all they need to do is relax and go inside and let their body do whatever it wants to do. And that's the whole story of hypnobirthing. Wir haben uns schon sehr früh als Paar mit Hypnobirthing auf die Geburt unserer beiden Kinder vorbereitet, was uns zwei Schwangerschaften voller Vorfreude sowie zwei selbstbestimmte, natürliche und wunderschöne Geburten ermöglicht hat, an die wir immer gerne zurückdenken. Bei Hypnobirthing geht es also darum, die Geburt so positiv geschehen zu lassen, wie das von der Biologie vorgesehen ist. Damit dies möglich ist, spielen verschiedene Begleitumstände eine Rolle, von denen die Schweizer Hypnobirthing-Kursleiterin Nadja uns eine der wichtigsten vorstellt. Der Geburtsort ist das A und O. Und zwar gibt es ganz viele verschiedene Geburtsorte, die ganz toll sind und ihre eigenen Vorzüge haben. Das Wichtige ist eigentlich nur, wähle deinen Geburtsort nach deinen Präferenzen aus. Es gibt Frauen, die ganz klar in ein Krankenhaus gehören, auch weil es Risikoschwangerschaften gibt oder weil sie sich dort am wohlsten fühlen. Wenn du das Gefühl hast, dass du die ganze medizinische Technik und das medizinische Know-how auch für dein Baby vielleicht brauchst, um dich sicher zu fühlen und um dich entspannen zu können, dann ist das vermutlich der richtige Ort für dich. Wenn du aber das Gefühl hast, Spitäler waren noch nie so mein Ding, da habe ich mich immer unwohl gefühlt, da kann ich mich nicht entspannen, ich fühle mich da auch fremdbestimmt, dann überlege dir unbedingt, ob es vielleicht einen alternativen Ort gibt. Die meisten Frauen gebären hierzulande im Spital. Immer mehr Frauen möchten aber im Geburtshaus gebären, das gibt es auch. Ein Geburtshaus ist auch eine Einrichtung für Frauen, die dort gebären und auch teilweise ihr Wochenbett im Geburtshaus verbringen. Es ist aber sehr oft Hebammen geleitet, das heißt, dort gibt es keine Ärzte. Und weil es keine Ärzte gibt, gibt es auch viel weniger Möglichkeiten, ein Kind zu holen. Zum Beispiel können keine Kaiserschnitte gemacht werden, keine PDAs gelegt werden und so weiter. Dafür ist es sehr heimelig, es ist oft sehr schön eingerichtet. Man fühlt sich dort eher wohlig und mehr wie zu Hause. Und gewisse Frauen sagen, ja, das ist der Ort, an dem ich mein Baby bekommen möchte, weil ich mich dort einfach mehr entspannen kann. Und dann gibt es noch die Variante, zu Hause zu gebären. Je nachdem, wenn man eine gute Hebamme findet, kann man das machen. Es gibt leider nicht mehr so viele Hausgeburtshebammen. Aber wenn man die Möglichkeit hat, eine zu engagieren und sich dort am sichersten fühlt, mit dieser Entscheidung auch sicher fühlt, zu Hause zu gebären, dann steht dem eigentlich nichts im Wege. Wir haben uns ein wunderschönes Geburtshaus ausgesucht, in dem beide Kinder geboren wurden. Wir hatten dadurch eine uns sehr vertraute, friedliche Umgebung mit selbstgewählter Entspannungsmusik und Kerzenschein, eine freie Wahl der optimalen Geburtsposition, eine 1:1-Betreuung einer uns schon lange bekannten und vertrauten Hebamme, Ruhe und Zeit, sodass beide Geburten so natürlich und selbstbestimmt verlaufen sind, wie wir uns dies vorgestellt und gewünscht haben. Zu einer selbstbestimmten Geburt gehört natürlich auch, dass man sich im Vorfeld informiert, was bei und nach der Geburt für Entscheidungen anstehen und seine Wünsche im Vorhinein mit der Hebamme oder Klinik bespricht. Wichtig ist zum Beispiel die Problematik des errechneten Geburtstermins, da hierum oftmals großer Stress gemacht wird. Ein frühzeitiges Informieren über die Willkürlichkeit und eigentliche Unwichtigkeit dieses Termins ist daher wichtig, denn zum einen wird der genaue Zeitpunkt der Befruchtung in der Berechnung gar nicht berücksichtigt, zum anderen braucht jedes Baby unterschiedlich lange, bis es fertig ist, weshalb eher von einem Geburtszeitraum von einem Monat ausgegangen wird. Ein Monat, in dem es völlig normal ist, dass das Kind kommt. Der errechnete Termin liegt einfach in der Mitte irgendwo. Besonders relevant ist weiterhin zum Beispiel die erhebliche Problematik der frühzeitigen Durchtrennung der Nabelschnur, was die Hebamme Anna im Folgenden anspricht. Und heute soll es darum gehen, warum ich so sehr für das späte Abnabeln bin, beziehungsweise so sehr gegen das sofortige Abnabeln des Kindes nach der Geburt. Die ganze Schwangerschaft über wurde das Kind über die Nabelschnur mit sauerstoffreichem Blut versorgt. Von daher ist es schon mal ganz und gar unlogisch, nach der Geburt zu sagen, huch, jetzt ist dieses Blut auf einmal schlecht, wir schneiden die Nabelschnur ab und das Kind kann mal alleine sehen, wie es klarkommt, platt dargestellt. Man muss sich auch vor Augen halten, dass das Blut, was sich zum Zeitpunkt der Geburt in der Plazenta befindet und
beim Abklemmen und Abschneiden der Nabelschnur verloren gehen würde, nicht der Mutter gehört oder in der Plazenta war, sondern es ist Blut des Kindes, was in der Plazenta vorhanden ist, um dort mit Sauerstoff von der Mutter angereichert zu werden. Insgesamt beträgt das Blutvolumen zum Zeitpunkt der Geburt in der Plazenta ein Drittel circa, sprich abnabeln und dann wegschmeißen. Und man verliert ein Drittel des Blutes des Kindes. Niemand würde auf die Idee kommen, einem Kind ein Drittel seines gesamten Blutvolumens abzunehmen und in die Tonne zu hauen. Natürlich gibt es noch mehr wichtige Themen rund um die Geburt, wie zum Beispiel, dass das Kind auf gar keinen Fall in den Minuten, Stunden, Tagen oder Wochen nach der Geburt in irgendeiner Weise von der Mutter getrennt wird. Doch wer sich mit Hypnobirthing beschäftigt, wird diesen Themen begegnen und sich entsprechend die nötigen Gedanken machen. Auch gibt es einige weitere entscheidende Pioniere auf diesem Gebiet, wie den französischen Gynäkologen Frédéric Leboyer, der auch der Vater der sanften Geburt genannt wurde, sowie den französischen Arzt Michel Audin, der unter anderem die Methode der Wassergeburt entwickelte. Wieso macht es nun tatsächlich für die Gesundheit des Babys einen enormen Unterschied, auf welche Weise es geboren wird? Sind das Auftreten von Gelbsucht, Atemwegserkrankungen, Bindehautentzündung und Neurodermitis nicht einfach Zufall bzw. Pech? Um das zu verstehen, ist eine völlige Neubetrachtung der Ursachen von Krankheiten nötig, wie sie in der Einführungsserie Krankheit ist anders erläutert werden. Wir alle sind dankbar für die Notfallmedizin, die in lebensbedrohlichen Situationen Hervorragendes leistet. Doch wie steht es um den medizinischen Umgang mit Krankheiten, insbesondere beim Verständnis der Ursachen von Krankheiten? In dieser Videoserie geht es um ein präzises wissenschaftliches Modell zum ursächlichen Verständnis von Veränderungen im menschlichen Organismus, die als Krankheit bezeichnet werden. Dadurch lassen sich neue Handlungsmöglichkeiten bei verschiedensten Krankheiten ableiten. Bei alltäglichen Krankheiten wie Halsschmerzen, ebenso wie bei chronischen Krankheiten wie Diabetes oder sogar lebensbedrohlichen Krankheiten wie Krebs. Bisher hatten wir keine plausible Erklärung dafür, warum eine bestimmte Person zu einem konkreten Zeitpunkt ihres Lebens ein spezifisches Symptom hat. Wir fragten uns, warum ausgerechnet ich? Warum genau jetzt? Warum genau das? Dafür war meist klar, was an Symptomtherapie sinnvoll erschien, fast unabhängig von dem Menschen, um den es im Einzelfall geht. Durch Kenntnis der sinnvollen biologischen Sonderprogramme und des ersten biologischen Naturgesetzes verstehen wir und unsere Tumorpatientin nun genau, warum ich, warum jetzt und warum dieses Symptom. Durch die in dieser Serie dargestellten Zusammenhänge lernen wir, wie wichtig es ist, die biologischen Grundbedürfnisse von Babys zum Erhalt ihrer körperlichen und geistigen Gesundheit zu kennen und zu achten. Das Anstreben einer biologisch natürlichen und selbstbestimmten Geburt ist eine der vielen Handlungsmöglichkeiten, die sich durch das neue Verständnis der Ursachen von Krankheiten ergibt. Ein neuer Mensch ist geboren. Im Optimalfall gab es keine Angst, keine Panik, keine Schmerzen, keine massiven biologischen Konflikte und somit auch keinerlei nennenswerte Symptome und Krankheiten in der Folgezeit. Auch gibt es tendenziell keinen so typischen Babyspeck, bei dem es sich mit 5BN-Kenntnis vermutlich um Wassereinlagerungen als Folge eines aktiven Existenzkonfliktes handelt, wegen der auch für das Baby traumatischen Geburt. Auch einen ersten Schrei muss es nicht geben, sondern nur ein extrem verwundertes, neugieriges Suchen nach Mamas Geborgenheit, Stimme, Blick und Brust. Und wie geht es jetzt mit dem Säugling weiter? Welche Grundbedürfnisse hat das Neugeborene und wie kann man diese bestmöglich befriedigen? Darum soll es in den folgenden zwei Teilen gehen. Vielen Dank fürs Zuhören.